Dankeschön. Hallo Steinfurt. Hallo. Ja, wie gesagt, ich komme aus Dienstlaken, wie ein anderer großer Künstler, der gerade erwähnt worden ist. Der wohnt aber jetzt in den USA. Ich habe schon gehört, ich habe heute gelesen, der ist geflüchtet. Warum? Weil, wegen Unwetter oder was? Hat das keiner gelesen? Der Wendler. Ne? Ja, der Wendler, genau. Du warst ja. Du machst gar nichts. Aber den wollen wir nicht. Mehr zu mir. Ich habe ein neues Hobby gefunden seit letzter Woche. Ich fahre jetzt gerne mit dem Zug. Ich war nämlich letzte Woche Samstag in Trier und da bin ich mit dem Zug hingefahren und da habe ich schon morgens angefangen zu trinken, weil der ganze Zug war voll mit irgendwelchen Frauenkegelclubs und die haben die ganze Zeit Wein und Schnaps verteilt an die weiteren Fahrgäste und oh, war schön. Jetzt bin ich Mitglied beim KC Erna und die Moselweiber und schmeiß am Samstag bei mir eine Tupperparty. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das meiner Frau erklären soll. Schick sie weg. Ich bin verheiratet. Ja, glücklich. Hat lange gedauert, bis ich meine Frau gefunden habe. Immer wenn ich früher Mädel mit nach Hause gebracht habe, konnte meine Mutter die nicht leiden. Das war schlimm, bis mein Kumpel mir mal gesagt hat, ich soll mal so eine mitbringen, die aussieht wie meine Mutter. Ich dachte, ja, das ist eine gute Idee, das machst du mal. Na scheiße, die konnte mein Vater aber nicht leiden. Heute hier zu sein, weil wenn ich zu Hause geblieben hätte, ich wieder irgendwelche Hausarbeiten machen müssen oder so. Mache ich nicht gerne so richtig so Hausarbeit, weißt du, so mit Waschmaschine und sowas. So. Ja, ich mag das nicht. Also kann ich auch nicht. Wäsche waschen oder so, ist mir ein Rätsel. Ne, diese ganzen Programme hier, so Wundwäsche, Kopfwäsche, sollte ich Helles von Dunklem trennen? Habe ich ihre BHs zerschnitten, weil die schwarz-weißen Streifen waren? Jetzt muss ich keine Wäsche mehr machen. Sollte ich Staubsauger, habe ich Staubsauger rausgeholt, lag Staub auf dem Staubsauger, weil ich überfordert. Und sie hat keinen Zweck, legt die auf der Couch ganz am besten. Ich mache die Füße hoch, dann ist sie gesaugt, beste Arbeitsteilung, schön. Dann mich auf der Couch gelegt und da passieren so schöne Sachen, wenn ich dann so den ganzen Tag irgendwie auf der Couch lege, samstags. Hat an der Tür geklingelt, ich habe aufgemacht, war das in so einem Klingenputzer. Kennt ihr diese Hausierer, die immer an der Tür klingeln hier so? Ich glaube, die werden irgendwo gezüchtet in so einem Labor. Da haben die alle, die so Zeugen Jehovas, GEZ-Angestellte, Staubsaugervertreter von Vorwerk. Oder hier diese Gangster-Rapper, die immer die Hauswände mit Graffitis vollschmieren, hier die Sternsinger. Weil ihr lacht, für mich sind das Gangster-Rapper. Können die Sinn schmieren, alles voll und so schwatten an die Augen. In dem Labor, da machen die auch so Experimente mit denen. Die haben zum Beispiel letztens versucht, Zeugen Jehovas mit einem Atheisten zu kreuzen. Da meinst du, sei dabei rausgekommen, der völlig sinnlos an der Tür klingelt. Ja, ich kann euch den untereinander nochmal erklären. Naja, und dann habe ich mich wieder auf die Couch gelegt, Zeitung gelesen und da habe ich gelesen, dass mehrere Kinder in den USA von IKEA-Regalen erschlagen wurden, weil die Eltern einen entscheidenden Fehler beim Aufbau gemacht haben. Wer kann sich vorstellen, welchen Fehler die gemacht haben? Nicht an der Wand geschraubt. Richtig, nicht an der Wand gedübelt. Leute, wenn ich Kinder habe, dann dübel ich jedes Regal an der Wand, egal ob von IKEA oder von einem anderen Möbelgeschäft, oder?
Na gut, kommt aufs Kind an. Ja. Wenn er da jetzt so unsympathisch ist. Also wenn man manche Kinder so hinkriegt, so von Bekannten oder so, ist echt schlimm. Da überlegst du wirklich dreimal, ob ihr uns selber mal so. Also wir haben uns jetzt eine Katze gekauft. Nein, aber wenn du so ein Kind zu Hause hast, bietet sie nicht an. Dann legst du eine Schokolade oben drauf, sagst du, komm, hol sie dir. Jetzt die Kamera drauf, gibt 500 Euro, dann bitte lächeln. Ich glaube ja, dass 90% aller Videos bei Bitte Lächeln und solchen Sendungen extra von den Eltern inszeniert wurden, weil die so unsympathische Kinder zu Hause haben. Glaube ich wirklich. Nein, aber die Kinder können da nichts für. Die ganze Erziehung ist dann schuld. Ne? Das ist ja wirklich heutzutage die Erziehung. Ich hab letztens RTL geguckt, da war eine Mutter, 16 Jahre alt, 4 Kinder. Also der vierte war jetzt nicht gewollt, aber ein Unfall. Die hatte die hatte keine Zeit für ihre Kinder, die waren schwer beschäftigt, die war arbeitssuchend. Und die hatte einen Hauptschulabschluss nach der 6. Vom Intelligenzquotienten her, ich sag mal, die zählt die Stufen bei der Rolltreppe. Wenn ihr den 5. Stock aus dem Fenster springt, dann flüstert ihr der Wind, wie blöd die ist. Und die war da bei so einem Model-Casting irgendwie. Die wollte Model werden. Und dann haben sie ihr gesagt, die soll mal sexy in der Kamera gucken. Und danach haben sie sie eingeliefert mit dem Verdacht auf Schlaganfall. Wir hatten noch eine strengere Erziehung früher. Ja. Das Einzige, was bei uns immer so ein bisschen bei der Erziehung war, weil ich ein bisschen vermisst habe, bei mir früher war so die sexuelle Aufklärung. Jetzt aufgeklärt, Hand hoch. Dann kommt Butterweide Fische. Wer hat sich früher so richtig schön klassisch von seinen Eltern aufklären lassen? Klassisch, wie würde man sich das vorstellen, wenn der Vater so ins Zimmer kommt und sagt, Sohn, wir müssen reden. Und? Wie sieht er aus? Schon mal gefickt? Komm gut so mit 11. Oder so im Bio-Unterricht, Sexualkunde. Kennen wir alle noch. Früher so diese alten abgegriffenen Sackbücher aus den 70er Jahren. Ne? Da war abgegriffen, so zerfleddert. Da war immer so ein Mann und eine Frau abgebildet, nebeneinander, beide nackt. Die Frau, so ein Bär bis unter Bauchnabel. Bei dem Mann hast du den Görlitz gar nicht mehr gesehen von heute. Hast du dir mal vorgestellt, wenn die beiden Sex haben, die kriegst du gar nicht auseinander, die so einen Klettverschluss haben. Aufgerissen oder wegdrehen. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht aufgeklärt. Ich bin 79 geboren, ich bin jetzt 38 Jahre alt, werde ich jetzt. Und das war früher meine Eltern, also die sind sehr prüde. Ja, das war schlimm. Das war so schlimm, die sind so prüde. Ich glaube, die tiefsten sexuellen Fantasien und Abgründe, das war für die früher Sex mit Lichtern. Wirklich, das war so schlimm, ich musste meine Eltern aufklären, war mit 8. Kam mein Vater zu mir ins Zimmer und sagt, Olli, gute Nachrichten, in 2 Wochen bringt der Storch dir ein kleines Schwesterchen. Sag ich, Vater, du bist so doof, ne? Da hast du so eine hübsche Frau am Start und du fühlst den Storch.
Aufklärung hat da nicht stattgefunden. Wir mussten uns selbst aufklären. Zum Glück gab es ja Eis am Stiel. Waren für uns früher die härtesten Pornos. Mussten wir heimlich gucken. Heute laufen die im Vormittagsprogramm direkt nach Tolerien. Ja, so haben sich die Zeiten geändert. Aber nicht nur die sexuelle Aufklärung, auch die ganze Schulbildung war sehr mangelhaft bei meinen Eltern. Ich weiß, meine Mutter, die hat eine starke Rechenschwäche. Ich war 15 und hatte eine Freundin, die war schon 30. Da sagt meine Mutter, geht aber nicht, Olli, guck mal, die ist ja doppelt so alt wie du. Ich sag, wieso, warum geht das nicht? Ja, guck mal, wenn du 60 bist, ist die 120. Übrigens auch meine erste feste Freundin. Vorher hatte ich nur so Wabbelige im Film. Ja, die Kinder erzählen. Aber das ist ein besonderes Thema, weil ich es ja wichtig finde. Oder meine Frau, die ist Erzieherin. Sind Erzieherinnen hier oder Pädagogen? Darf ich mal fragen? Ja, da vorne. Erzieherin? Ja. Da? Erzieherin, okay. Ist das so, heutzutage ist so anti-autoritäre Erziehung wieder im Kopf ganz groß. Ne? Ist so, ja, ganz, ganz schlimm finde ich das, wirklich. Die Kinder, die dürfen machen, was sie wollen. Ja? Die Erzieher sitzen daneben und sehen so, wo sind so die Stärken der Kinder. Ne? Dann beurteilen die dann und anhand dessen können die dann sagen, was das Kind eventuell später mal wird. Klingt blöd, ist es auch. Wenn ein Kind überall hinpinkelt, wird später mal Stammtourist auf Malle. Also, anti-autoritäre Erziehung ist auch, hat so ein bisschen was von Waldorfschule, ne? Finde ich so. Ja? Also, ich weiß, ich habe einen Kumpel, der war früher Waldorfschüler, war immer lustig, wenn ich mit dem unterwegs war. In der Disco, der hat so schlecht getanzt, dass ich immer gedacht habe, der heißt Renate. Aber heißt der Andrea. Also der ist halb Italiener, sein Vater ist Italiener. Seine Mutter nicht, die ist Russin. Die heißt Sascha. Und wie gesagt, Andrea ist auch anti-autoritär erzogen worden. Und bei ihm, da machen sich jetzt die ersten Spätfolgen bemerkbar. Der hat einen ganz starken Kontrollzwang entwickelt. Kennt ihr so Menschen mit Kontrollzwang? Das ist so schlimm bei ihm, der hat letztens seine Haustür mit in Urlaub genommen, um sicher zu gehen, dass er abgeschlossen hat. Nee, aber ist ein lieber Kerl. Ich mag ihn. Wir haben zusammen eine wilde Jugend erlebt. Sex, Drugs, Rock'n'Roll, Punkrock, Tattoos. Tätowierungen finde ich toll. Tätowierte Leute hier? Ja. Vorne einer? Ja, noch einige. Weil das vorhin der Sebastian erzählt, tätowierte Leute sind immer kriminell. Nein, aber ich bin tätowiert, ich habe überall so kleine Bildchen, die gar nicht zusammenpassen. Das ist irgendwie, wenn ich nackt bin, sehe ich aus wie ein Comicheft. Und deswegen sage ich heute Augen auf beim Tattoo-Kauf. Also so eine Tätowierung, die soll schon Hand und Fuß haben. So eine Schlange wäre da schon scheiße. Was ich damit meine, das soll im Alter nicht scheiße aussehen. Ja, wie so ein Arschgeweih zum Beispiel. Jemanden Arschgeweih brauche ich gar nicht. Doch, da hinten, da meldet sich einer. Normalerweise meldet sich immer keiner, die schämen sich nämlich dafür. Ist wirklich. Auch ein Arschgeweih? Ja. War früher in den 90ern, war das wirklich so. Jedes Mädel hatte so ein Ding. Immer wenn du einen von hinten begattet hast, hast du gedacht, du bist ein Hirsch. Und heute schämen sie sich dafür. Nein. Aber ich sage ja, die Dinger sind sehr vorteilhaft. Guck mal, wer sich früher in den 90ern so einen 12-Ender stechen lassen hat. Ja.
mit, die sind ausbaufähig. Was meine ich damit? Sag ich mir früher als junger Kerl mal so einen Drachen auf den Bauch tätowieren lassen? Hab ich mir auch gedacht, egal, wenn du mal fett wirst, kommt der auf dich zu. Und es gibt ja so schöne Tattoos. Wie gesagt, ich war letztens mit meiner Frau shoppen, ne? Und da war in dem Einkaufszentrum die Kabinen, die waren alle belegt und da war ein Mädel, die hat sich mitten auf dem Gang hat die sich nackt gemacht. Und da habe ich geguckt, also dass meine Frau nicht guckt. Und die hatte auch so schöne Tattoos. Es gibt ja so schöne Tattoos, kennen wir alle, ne? Hier so eine Muschel, so hältst du am Ohrband, ganz am mehrjährigen Jahr. Kometen auf der Brust tätowiert. Weil ich gedacht, was soll das denn? Ich bin zu mir hin, hab sie gefragt. Ich sag, was soll das da mit den Kometen? Das ist doch klar, wenn man in 32 Jahren ist Armageddon, da kollidiert mit der Erde. Aber meine Tattoos, die haben auch alle eine Bedeutung. Hier zum Beispiel habe ich so ein chinesisches Schriftzeichen tätowieren lassen. Da kenne ich die Bedeutung leider nicht, weil ich kein Chinesisch kann. Der Übung ist auch schon weg, den kann ich auch nicht mehr fragen. Aber hier, das ist zum Beispiel ein besonderes Lebensereignis von mir. Das ist ein Pin-Up-Girl, das habe ich mir tätowieren lassen. Weil als junger Kerl, da hatte ich mal richtig heißen Sex mit einem Pin-Up-Girl. Gut, als ich fertig war, musste ich die Zeit schon wegspeisen, weil ich verkleidet war. Aber zum Glück gab es ja noch Eis am Stiel. Dankeschön, Steinfuhr, das war's für mich.